Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Je suis Charlie, je suis Juif, je suis Ahmed. Mit diesem Bekenntnis wollen viele Menschen seit 2 Wochen deutlich machen, wir fühlen uns alle getroffen und wir fühlen uns alle betroffen. Gewalttaten erschüttern immer. Willkürlicher Terror und ein feiger Mord, der die Zivilgesellschaft trifft, erschüttert aber besonders. Man fühlt sich schutzlos, man fühlt sich verwundbar. Und weil die Frage nach dem Warum bei diesen Anschlägen verstörend ist, ist die Betroffenheit und Verunsicherung umso größer. Angegriffen wurde zuerst die Redaktion einer Zeitung, die Satire publiziert. Ich persönlich kenne Charlie Hebdo nicht. Ich kann hier nicht sagen, ob die Karikaturen meinen Geschmack treffen oder ob ich sie überzeichnet finden würde. Ich kann nicht sagen, ob ich die Botschaften dieser Karikaturen teilen würde oder sie verstehen würde. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ein hohes Gut einer demokratischen Gesellschaft angegriffen wurde, nämlich die Freiheit, Meinung und Haltung ungefährdet öffentlich sagen zu können. Eine Freiheit, die wir, glaube ich, alle schätzen, insbesondere nach den Erfahrungen totalitärer Regimes. Es geht auch dabei nicht darum, ob die Meinung und Haltungen, die andere öffentlich äußern, unsere eigenen Haltungen und Meinungen wiedergeben. Die Errungenschaft, die mit der Meinungs- und Pressefreiheit einhergeht, ist die, dass wir auch Meinungen und Haltungen ertragen und aushalten müssen, die wir nicht teilen. Das ist einer der Gründe, warum diese Anschläge so erschüttert haben. Der zweite Angriff, der ist mindestens genauso verstörend. Angegriffen wurde ein jüdischer Supermarkt und Kundinnen und Verkäuferinnen wurden in Geiselhaft genommen und ebenfalls ermordet. Angriffe auf Menschen, die aufgrund einer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit erfolgen, machen eine Gesellschaft besonders schutzlos, selbst dann, wenn wir als Mehrheit einer religiösen oder ethnischen Kultur angehören. Die Geschichte ist nämlich gezeichnet von Angriffen, von Pogromen gegenüber Menschen, die anderer Herkunft waren, eine andere Kultur pflegten oder eine andere Religion angehörten als die der Mehrheitsgesellschaft. Die Geschichte kennt willkürliche Unterdrückung, Ausgrenzung, Versklavung und Vernichtung von Menschen, weil sie einer Gruppe oder Ethnie angehören. Menschen, die aufgrund ihrer Religion oder Herkunft angegriffen werden, sind besonders schutzlos, denn die bloße Zuordnung zu einer Religion oder Herkunft reicht eben aus, um willkürlich Opfer zu werden. Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens erschüttern uns besonders, weil wir durch die Erfahrung des nationalsozialistischen Genozids wissen, in welchen unmenschlichen und grausamen Dimensionen diese Angriffe enden können. Das eingangs ausgesprochene Bekenntnis so vieler Menschen, so vieler Hunderttausender, ist daher eigentlich ein beruhigendes Zeichen, weil deutlich wird, die überwiegende Mehrheit der Menschen will diese Erschütterung nicht so stehen lassen und sie möchte die Deutungshoheit auch nicht anderen überlassen, die das ausnutzen wollen. Es ist richtig und wichtig, dass wir hier heute als Bürgerschaft gemeinsam ein Zeichen setzen und dass wir nicht einfach 2 Wochen nach diesen Attentaten zur Tagesordnung übergehen. Und es ist auch wichtig, die Frage zu stellen, was tun wir jetzt? Manch eine mag sich in den vergangenen Tagen gefragt haben, werde ich jetzt vielleicht Zielscheibe? Zum Beispiel, weil ich mich öffentlich zum Terror des IS geäußert habe. Oder nur, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort bin, wie die Kundinnen und Kunden in dem jüdischen Supermarkt, muss ich Verhaltensweisen ändern. Natürlich wird nicht jeder sich das fragen, aber weil die Angriffe so willkürlich waren, bin ich sicher, dass Menschen verunsichert sind. Und es wird auf solche Art der Verunsicherung leider nie endgültige und befriedigende Antworten geben können. Aber ein paar Gedanken möchte ich jedoch festhalten. Der Wunsch nach individueller Sicherheit, der wird nie zu 100% umzusetzen sein. Gewalttaten passieren, manchmal sogar in den vermeintlich geschützten Räumen. Man denke nur an die vielen Gewaltverbrechen innerhalb von Familien. Es ist möglich, Opfer eines Überfalls oder von Gewalt oder tätlichen Angriffen zu werden, nur weil wir uns in unserer Welt bewegen. Und nicht erst seit den Attentaten von Paris wissen wir, es ist möglich, auch eines terroristischen Angriffes zu werden, weil er die Zivilgesellschaft trifft.
Und richtig schutzlos wird man als Zivilperson in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen, weil dann nämlich alle ethischen und auch rechtlichen Grundsätze außer Kraft gesetzt sind. Und ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass zur selben Zeit, als die feigen Morde in Paris geschehen sind, die islamistische Miliz Boko Haram mindestens 2000 Menschen in Nigeria umgebracht hat und eine ganze Kleinstadt ausgelöscht hat. Dieser brutale und genauso menschenverachtende Angriff ist leider durch die tragischen Ereignisse und verstörenden Ereignisse in Paris etwas zu kurz gekommen. Und an dieser Stelle würde ich das Bekenntnis gerne erweitern. Je suis, nous sommes Nigérians. Die Tatsachen sind immer wieder verstörend und verunsichert. Und ich muss an dieser Stelle, auch wenn wir hier viel gemeinsam haben, doch ein paar Sachen einwerfen. Weil ich warne, der Kollege Göldner hat das schon ganz gut eben hier skizziert, vor Reflexen, die uns nicht weiterhelfen. Natürlich gibt es politische Forderungen, der Kollege von Bruch hat es eben auch irgendwie deutlich gemacht, die hier im Raum diskutiert werden. Natürlich gibt es politische Forderungen, die die Sicherheitsarchitektur betreffen. Aber meine Kolleginnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann das diskutieren, die Vorratsdatenspeicherung, die gibt es in Frankreich und hat Paris nicht vor den Attentaten geschützt. Und natürlich muss eine demokratische Gesellschaft alles tun, um ihre Mitglieder zu schützen. Allerdings, das möchte ich hier zu bedenken geben, werden vorbeugende Maßnahmen dann schwierig, wenn sie die individuellen Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen gravierend einschränken. Wenn Angriffe auf die Zivilgesellschaft dazu führen, dass Grundrechte eingeschränkt werden, dann haben Terroristen ein Stück weit gewonnen. Und ich glaube, auch das steht in unserem Antrag. Wir müssen aufpassen, das ist völlig klar. Wir müssen auch die Salafisten-Szene im Auge haben. Wir wissen nicht, was Syrien-Rückkehrer, die da für den Dschihad gekämpft haben und Menschen umgebracht haben, hier im Sinn haben. Es kann enden wie in Paris oder auch wie in Belgien. Und ein demokratischer Staat muss natürlich versuchen, das im Vorfeld zu verhindern. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Grundrechte dürfen dabei nicht eingeschränkt werden. Und auch dies besagt der gemeinsame Antrag. Ein demokratischer Staat muss sich wehren können, darf aber dabei seine Grundlagen nicht verlassen, weil er sonst im Zweifelsfall irgendwann kein demokratischer Staat mehr ist. Und deswegen ist auch eine der verstörenden Wahrheiten, wenn wir an unseren Werten festhalten wollen, wird es keine hundertprozentige Sicherheit für alle Bürger und Bürgerinnen geben können. Und im Übrigen muss den Menschen bewusst sein, dass es in Staaten mit eingeschränkten individuellen Freiheiten oder gar repressiven oder totalitären Staaten erst recht keine hundertprozentige Sicherheit für die Bürger und Bürgerinnen gibt, sondern dass diese Sicherheit sogar stark eingeschränkt ist. Die zweite Verunsicherung oder der zweiten Verunsicherung, kann es mich zufällig treffen oder muss ich gar mein Verhalten ändern? Muss ich aufpassen, was ich sage? Dieser Verunsicherung, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man eigentlich und genau gerade, weil es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, nur entschlossen begegnen. Nein, ich lasse mich nicht einschränken. Nein, ich bewege mich weiterhin wie gewohnt. Nein, ich meide keine öffentlichen Plätze oder Verkehrsmittel. Nein, ich gehe in Supermärkte und ich sage vor allen Dingen weiterhin meine Meinung. Und ich habe weiterhin eine Haltung. Und ich bezeichne den IS zum Beispiel weiterhin als das, was er ist. Eine Bande skrupelloser und menschenverachtender Verbrecher, die ihre patriarchalischen Allmachtsgelüste an Schutz und Wehrlosen ausleben. Und dafür den Denkmantel einer Religion gebrauchen und eine Religion dafür missbrauchen. Wenn wir uns einschränken, dann haben die drei Attentäter von Paris mehr erreicht. Und es ist schlimm genug, dass wegen ihnen 17 Menschen starben. Mehr Macht dürfen wir ihnen nicht zugestehen. Und das ist auch eine Intention dieses gemeinsamen Antrags. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum war die Erschütterung in den letzten beiden Wochen so groß? Sie hat Paris verlassen, sie hat Europa verlassen. Die Attentate von Paris waren ein Anschlag auf eine liberale Gesellschaft. Und sie treffen auch insbesondere die überwiegende Anzahl der Muslime in Westeuropa, die sich als Teil dieser Gesellschaften begreifen. Die Attentäter berufen sich auf den Islam. Es ist ihnen aber völlig egal, wenn sie Angehörige der Staatsgewalt ermorden, die muslimischen Glaubens sind.
Sie greifen bewusst Werte wie Offenheit, Toleranz und Liberalität an. Dies kann viele Ursachen haben und die Intention wird vielleicht greifbar, wenn man sich mit den Ursachen auseinandersetzt. Und das meine ich jetzt nicht zum Falschverstehen. Es geht überhaupt nicht darum, Morde oder Gewalttaten zu rechtfertigen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Es geht darum, solche Art von Gewalttaten weitestgehend zu verhindern. Und das ist nicht ausschließlich eine Frage der inneren Sicherheit oder eine Frage der Auseinandersetzung mit Religionen. Wir haben hier in diesem Haus öfters darüber diskutiert. Zum Beispiel auch, wenn wir uns mit dem Phänomen der Attraktivität religiösen Fanatismus auseinandergesetzt haben. Es wird in Deutschland inzwischen nicht mehr bestritten, dass wir ein Einwanderungsland sind, aber es wird auch nicht mehr bestritten, dass diese Erkenntnis viel zu zögerlich und viel zu spät kam. Es wird auch nicht bestritten, dass in Frankreich die Frage der Integration nordafrikanischer Staatsbürgerinnen nur unzureichend gelaufen ist und dass sich Frankreich auch nur unzureichend mit dem schweren kolonialen Erbe in diesen Ländern auseinandergesetzt hat. Und es ist bekannt, dass Jahrzehnte falscher Weichenstellungen wieder aufzuholen schwierig ist und dennoch ist es eine der dringendsten Aufgaben, wenn wir nicht auf eine Polarisierung zulaufen wollen, die wir nicht mehr aushalten können. Pegida, Rechtspopulismus, antimuslimischer Rassismus auf der einen Seite und religiöser und gewalttätiger Fanatismus auf der anderen Seite. Beide Seiten eint eins: eine Ablehnung liberaler Errungenschaften der Nachkriegszeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, dies können wir so nicht stehen lassen, weil sich sonst die Lebensbedingungen für uns alle grundsätzlich ändern werden. Ich danke Ihnen. Ich habe mich jetzt nochmal gemeldet, weil mich die Worte der Kollegin Frau Mohamed Sadeh sehr berührt haben und weil sie wichtige Sachen hier aufgeworfen hat oder wichtige Aspekte. Und vieles, was ich jetzt vielleicht noch sage, wird Ihnen hier im Saal nicht ungewöhnlich vorkommen. Aber diese Debatten hören auch die Menschen draußen und es hören auch die Menschen draußen, die gerade vielleicht anfällig sind für die einfachen Versprechungen und für den unverhohlenen Hass und das Unverständnis, was sich auch durch die Rechtspopulisten in Deutschland wieder mehr Zulauf verschafft. Und von daher möchte ich doch noch mal auf einige der Ursachen eingehen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir die von mir vorhin angesprochene Polarisierung dieser Gesellschaft verhindern wollen. Einige der Kolleginnen und Kollegen hier im Saal haben sich in den letzten Monaten intensiv mit den Ursachen und den Wirkungen und Auswirkungen von Armut in unserem Land auseinandergesetzt. Und es ist nicht wegzudiskutieren, dass Armut auch bei uns überwiegend Frauen und vor allen Dingen überwiegend Migranten und Migrantinnen trifft und deren Kinder. Wir wissen, dass wir eine Aufenthaltspolitik hatten, die jahrzehntelang Ausbildungs- und Beschäftigungschancen von Migrantinnen, zumindest denen ohne deutschen Pass und mit einem unsicheren Aufenthalt, arg eingeschränkt hat. Seit 2009 kommt Bewegung in die Sache, aber immer noch sehr zögerlich. Und natürlich haben die vergangenen Jahrzehnte das Klima hier geprägt, denn hier leben mindestens zwei Generationen überwiegend muslimischer Migrantinnen, die die Erfahrung machen mussten, dass man sie in unserem Land nicht richtig wollte und denen man Steine in Sachen Integration und Teilhabe in den Weg gelegt hat. Und zwar Steine, die enorm groß waren. Und ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Generation der eigentlich bereits hier angekommenen und integrierten sogenannten türkischen Gastarbeiterfamilien diejenige war, die unbestreitbar in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu den Verlierern der Wendeprozesse gehört haben. Dies allein erklärt die Faszination, die religiöser Fanatismus auf zumeist junge Menschen ausübt, sicher nicht. Natürlich spielen auch Rollen und Identitätsfindungsprozesse unterschiedliche Kulturen, die in unterschiedlichen Generationen auch unterschiedlich aufeinanderprallen, mit Sicherheit dazu bei.
Aber, meine Damen und Herren, Europa hat Jahrhunderte alte Erfahrungen mit Einwanderungswellen. Unproblematisch verlief das nie. Ich erinnere hier nur an die polnischen Industriearbeiterinnen um die 1900 oder um die Integration der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber man muss oder wir müssen auch mal ehrlich mit uns selber sein und ehrlich festhalten, dass sich Europa mit der Teilnahme von muslimischen Migranten schwer getan hat und es auch immer noch tut. Und wir werden hier andere Antworten finden müssen als bisher. Und es ist bezeichnend, dass diejenigen, die nach Syrien in den Dschihad ziehen, angeben, dass sie es zum Teil wegen der klaren Verhältnisse dort tun. Es gibt dort Versorgung, ein bisschen Wohlstand. Letzt konnte man sehen, da haben wir DVDs. Sicherheit in einer klaren Gruppenhierarchie mit Überordnung und Unterordnung und klar tradierte Geschlechterrollen. Darauf hat Frau Mohamed Sadeh ja auch nochmal hingewiesen, was da eigentlich an Haltung hintersteht. Und es ist übrigens interessant, dass dies offenbar auch deutsche Jugendliche anzieht, denn die Anzahl der Konvertiten, die nach Syrien gehen, ist nicht gerade gering. Aber es gibt natürlich auch andere Ursachen, die können wir hier heute in der Debatte nicht abschließend oder so eingehend behandeln. Und ich möchte hier jetzt nicht das große Fass der Ursachen der Verwerfungen aufwerfen, die es in vielen muslimischen Ländern gibt. Das würde den Rahmen sprengen. Ich habe vorhin die Toten in Nigeria erwähnt, Frau Mohamed Sadeh, die unzähligen anderen Toten. Die meisten Opfer des islamistischen Terrors sind Muslime. Und auch in den muslimischen Ländern üben diese Gruppen trotzdem Faszination auf junge Menschen aus und viele schließen sich den Terrorgruppen an. Unabhängig von Kriegen, ökonomischen und sozialen Eruptionen in diesen Ländern muss man auch festhalten, dass eine reaktionäre und restriktive Auslegung des Islam Zulauf erhält. Und dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist historisch betrachtet bemerkenswert. Der Islam galt im ausgehenden Mittelalter und in der Neuzeit als die liberalere, die progressivere und die wissenschaftlich und kulturell fingerzeigendere Religion. Und noch in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind viele freiwillig konvertiert. Ich sage an dieser Stelle, nenne ich nur mal Muhammad Ali. Und wir müssen auch feststellen, dass die reaktionären Kräfte im Islam oder in muslimischen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten oft unterstützt worden sind von Ländern, die dort ihre eigenen Interessen haben, aber auch von Regionalregierungen, die dort ihre Interessen hatten. Es ist schon bemerkenswert, Sie können in der aktuellen Ausgabe von Le Monde Diplomatique einen ganz interessanten Artikel finden über die Pashtunen im Hindukusch und deren jeweilige Instrumentalisierung durch diverse internationale und nationale Interessenslagen und welche Auswirkungen das gehabt hat und immer noch hat, nämlich das Entstehen und das Erstarken der Taliban. Diese internationalen Fragen können wir hier vor Ort nicht lösen, aber die Verhältnisse hier, die gehen uns was an und die müssen uns was angehen und gerade angesichts der Anschläge von Paris müssen sie uns dringender denn je was angehen und zu guter Letzt, dann komme ich zum Schluss, wir brauchen Antworten und Lösungen, aber wir müssen uns auch entschieden der Instrumentalisierung dieser mörderischen und feigen Attentate durch rechte Rattenfinger und Rechtspopulisten entgegensetzen. Denn wer diese Attentate nutzt, um sein ressentimentsgeladenes und rassistisches Süppchen zu kochen, der braucht von uns hier heute auch eine klare Aussage und auch eine klare Ansage. Denn wer auf Ausgrenzung und auf Ablehnung setzt, der spielt mit dem Feuer und der Angriff auf jesidische Jugendliche am 22. Dezember im Anschluss auf eine Pegida-Demo und eventuell, ich sage vorsichtig, eventuell der gewaltsame Tod eines eritreischen Flüchtlings aus Dresden, zeigen deutlich, was passiert, wenn diese Saat aufgeht. Und dies dürfen wir nicht zulassen. Danke Ihnen.